Der BMW 328. Ein Meilenstein in der BMW-Automobilgeschichte. Er steht für Kraft und Ästhetik. Die Erfolgsformel, mit der ab 1936 erfolgreich Rennsport betrieben wurde. Beim Eifelrennen, in Le Mans und bei der Mille Miglia zeigte sich der BMW 328 unschlagbar. Es gibt zwei Rennsport-Coupés, die BMW aufgebaut hat, das sogenannte Cam-Coupé und das Touring-Coupé. Also technisch unterscheidet sich der 328 von seinen Vorgängern, dem 319 und dem 315-1, vor allem über den Motor, also 6 Zylinder, 80 PS. Klingt für uns jetzt heute nicht besonders beeindruckend, aber wir reden halt dann auch noch von einem Gesamtgewicht von rund 780 Kilo. In diesem Automobil kommt alles zusammen, was Erfolg ausmacht. Leistung und Leichtbau. Das Material, Aluminium. Die Form, aerodynamisch. Punkte, die zu dieser Zeit unschlagbar und den Mitbewerbern weit voraus waren. Das Auto ist dann ein Jahr lang nur Rennen gefahren. Das gab es also auch nicht zu kaufen in ganz Europa. Und hat die 2-Liter-Klasse beherrscht. Und dann hat man mit dem Verkauf der Serienfahrzeuge dann begonnen. Und da war der Ruhm des Fahrzeugs schon so groß, dass die Begehrlichkeit natürlich auch entsprechend groß war. Fließende Linien und elegante Proportionen zeichnen auch den BMW 328 Hommage aus dem Jahr 2011 aus. Ein Automobil, das die Tradition eines BMW 328 mit der Ingenieursleistung von heute in Einklang bringt. Mit dem BMW 328 Hommage haben wir sozusagen überlegt, was könnte das heute bedeuten? Und es ist eben für uns Carbon. Also Carbon ist sozusagen der Leichtbau der Gegenwart und der Zukunft für BMW, die wir in BMW i3 und i8 umsetzen werden. Aber mit dem 328 Hommage haben wir, glaube ich, schon mal so eine kleine Vorschau gegeben, zu was wir in der Lage sind zu fertigen. Wenn Sie mal das Vergnügen haben sollten, in einem 328 zu fahren, Sie können es gar nicht beschreiben, was es ist, aber das ist so irgendwas Magisches, in diesem Auto unterwegs zu sein, dass es wirklich die Freude am Fahren ins Gesicht zaubert.